genau 2011 habe ich angefangen, mit dem Staatsstipendium an der Geschichte zu schreiben. Und auch so der Song Niemandsland und so, das hat mich eigentlich von Anfang an, war das eigentlich irgendwie Part des Projekts irgendwie, weil es gab immer so ein paar Sachen, weiß nicht, wenn man nicht weiterkommt beim Schreiben oder so, habe ich Kopfhörer auf und habe irgendwie so immer versucht, dadurch, dass alles auch noch so offen war, fand ich immer so cool, dass in deinen Texten sind diese Welten auch immer so offen, die sind nicht so definiert. Niemandsland zum Beispiel, für mich war das immer, ich habe mir immer einen Supermarkt vorgestellt, obwohl es ja für dich irgendwas ganz anderes geht irgendwie. Und diese Lyrik, so, die hat mir eigentlich immer voll irgendwie so geholfen, so manche Sachen so zu imaginieren. Hier ist das Niemandsland, hier ist niemand daheim, wie es scheint, herrscht hier Zufriedenheit. Alles strahlt im blassen Farben, inklusive dem Gefühl, alles verpasst zu haben. Ja, du hast sehr früh erzählt, dass es eigentlich um den Supermarkt geht. Ist alles gelungen. Dass es um den Supermarkt geht. Und das fand ich dann natürlich auch das Spannendste, wie der Supermarkt funktioniert in dem Film. Ja. Als Darsteller quasi. Ja. Und wie sehr man darauf rumreiten kann, dass man jetzt so formale Bilder zeigt und wie sehr dann eine Geschichte funktioniert. Und das Maß fand ich sehr, sehr gut. Ich muss auch wirklich zugeben, dass ich immer auf sehr viele Einzelheiten geschaut habe. Also, dass ich den Film nicht geguckt habe, wie jemand den Film guckt und sich darin verliert, sondern so ganz viel, weil ich auch den wunderschönen Schauspieler, der hier gerade sein Gesicht durchgestreckt hat, auch gut kenne, wie er das löst, wie er mit Cornrows aussieht überhaupt, ob ihm die Tattoos stehen, wie Gangster der Darsteller ist, der meine Musik hört. Und da finde ich das Maß auch okay. Der ist so ein klein bisschen ein Gangster, aber eigentlich ist er doch ein guter Kerl. Das spiegelt sich sehr schön auch in meiner Musik wieder. Ich habe dennoch wieder zurückgefunden in so eine Jugend, wo man nicht weiß, was man tun will, wo diese Action stattfindet, wo man an solchen öffentlichen Plätzen rumhängt, wo man so kein Zuhause haben will, wo einfach was passieren soll. Swan, 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 swan.